Oh, was ist denn mit ihm passiert? Er ist schwer verletzt. Geht es dir gut? Hallo, wie geht's? Keine Angst, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hatte nur einen kleinen Unfall, ich bin gestürzt und... Und das ist das Resultat. Aber ich bin sehr froh. Wieso? Ja, ich bin wirklich froh, denn durch den Unfall habe ich etwas festgestellt. Was ich eigentlich schon wusste, aber es sind zwei Paar Stiefel, etwas zu wissen oder es echt zu erleben. Ich habe festgestellt... Was denn? Wie wundervoll Krankenhäuser und Apotheken sind. Wie bitte? Also, wir gehen natürlich nicht gerne ins Krankenhaus, aber wenn wir krank sind, sind wir froh, dass es Krankenhäuser gibt. Ah, stimmt. Und dass es Krankenpfleger gibt und Ärzte, die uns helfen. Deshalb bin ich froh. Außerdem wollte ich euch erzählen... Was denn? Dass Jesus Arzt und auch Medizin ist. Und dass er ein super Krankenhaus aufgebaut hat. Das wir Kirche nennen. Die Kirche ist das Krankenhaus, das Jesus gegründet hat, um die Wunden unserer Seele zu heilen. Und wo ist dieses Krankenhaus? Das gibt es überall, obwohl alles in Jerusalem begann. Jesus sagte zu seinen besten Freunden, den Aposteln, bevor er in den Himmel auffuhr, betet und wartet auf den Heiligen Geist, den ich euch senden werde. Sie beteten also und wisst ihr, was dann passiert ist? Was denn? Plötzlich begann ein ganz heftiger Wind zu wehen. Und dann sahen sie über ihren Köpfen... Sag schon! ...kleine Feuerzungen. Und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Denn die Medizin Gottes ist er selbst, der in unsere Seele kommt, um uns zu heilen. In der Kirche, im Krankenhaus von Jesus, heilt sich niemand selbst durch seine eigenen Anstrengungen. Wir werden geheilt, weil Gott in unserer Seele wirkt. Und wer kann ins Kirchenkrankenhaus kommen? Eine sehr gute Frage. Wir alle können in die Kirche Gottes kommen. Denn die Liebe Gottes ist... bedingungslos! Super. Das wisst ihr noch sehr gut. Aber es gibt noch ein anderes Wort. Die Liebe Gottes ist... Nochmal bedingungslos? Ah, daran erinnert ihr euch nicht mehr? Universal. Das bedeutet, dass Gott jeden liebt. Deswegen hat er die Kirche auch nicht gegründet für einige wenige. Oder für ziemlich viele. Oder für fast alle. Nein, er hat sie wirklich für alle gegründet. Die Medikamente, die Gott durch seine Kirche verteilt, sind für alle seine Kinder bestimmt. Was sind das für Medikamente? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Die Medikamente, die Gott uns durch seine Kirche gibt, sind die 7 Sakramente. Erinnert ihr euch noch daran, dass das erste Sakrament die Taufe ist? Sie ist wie eine Impfung, die uns zu Beginn des Lebens einmal verabreicht wird. Im Laufe unseres Lebens bekommen wir noch weitere Medikamente, je nachdem, was jeder Kranke braucht. Wie viele Ärzte gibt es? Schon wieder eine sehr gute Frage. Heute stellt ihr alle super Fragen. Danke. In der Kirche gibt es nur einen Arzt. Nur einen? Ja, Jesus Christus. Aber er arbeitet im Team. Und er bittet uns, die Patienten im Krankenhaus, seine Mithelfer zu sein. Unter allen Patienten im Krankenhaus hat er einen zum Mannschaftskapitän ernannt. Dieser Kapitän ist der Papst. Der erste Kapitän der Kirche, also der erste Papst, hieß Petrus. Der heilige Petrus, der ein sehr guter Freund von Jesus war. Nach dem heiligen Petrus gab es noch ganz viele weitere Päpste. Sie hießen unter anderem Linus, Anaklet, Evaristus, Telesphorus, Eleutherus, Zephyrinus. Es gab auch einen Eutychianus, außerdem Miltiades, Johannes Paul und Benedikt, bis wir beim heutigen Papst ankommen. Wisst ihr, wie der Papst heißt, der im Moment die Kirche führt? Franziskus! Sehr gut, Franziskus. Papst Franziskus sagt immer wieder, bitte betet für mich. Wenn wir unserem Kapitän helfen wollen, müssen wir für ihn beten. Und nicht nur das, wir müssen auch auf ihn hören und ihm gehorchen, denn so will es Jesus Christus. Dafür hat er ihn doch zum Kapitän gemacht, damit wir ihm gehorchen.
Manche in der Kirche verbringen ihre Zeit damit, den Papst zu kritisieren. Warum? Weil sie glauben, intelligenter oder besser zu sein als er. Sie denken, wenn Jesus mir den Posten gegeben hätte, wäre ich ein besserer Kapitän. Aber das Einzige, was sie mit dieser Einstellung erreichen, ist die Spaltung der Kirche von innen. Logisch. Und das bremst den Heiligen Geist. Oh. Das ist echt traurig. Ja, sehr traurig. Wir nehmen uns also vor, gute Patienten in diesem Krankenhaus zu sein. Ja! Lassen wir uns also helfen und versuchen wir anderen zu helfen. Und beten wir für den Papst und für alle Priester. Wir wollen ihnen unsere Dankbarkeit zeigen, denn sie stellen ihr ganzes Leben in unseren Dienst und geben uns die Medizin für unsere Seele. Wir wollen auch Apostel sein. Wisst ihr, was ein Apostel ist? Der die Post austrägt? Nein, Apostel sind wir, wenn wir der ganzen Welt verkünden, dass Gott unser Vater ist, dass er unser Bruder ist, unser Freund, unser Arzt und unsere Medizin. Das ist doch wirklich eine gute Nachricht. Alle bisherigen Folgen des Katho-Quiz könnt ihr in dieser Wiedergabeliste ansehen. Unseren Kanal könnt ihr abonnieren, wenn ihr hier klickt. Und wenn ihr diesen Link eingebt, könnt ihr Teil unserer Familie werden. So unterstützt ihr unsere Mission und wir können noch viele weitere Folgen produzieren.